Da sind wir wieder bei Paper Mario 2, die Legende vom Eontor. Und im letzten Part sind diese Viecher in unserem Zug eingedrungen. Und wir müssen jetzt die Fahrgäste retten und... ja, und unsere Reise fortsetzen. Oh, richtig smooth geht er da. Rückwärts. Und wir sind auf dem Zug. Mal was Neues. Boah, die sind wirklich hier überall. Wir müssen die Fahrgäste finden. Wir müssen ja dann anscheinend hier irgendwo sein. Gott, man kommt wirklich schrecklich. Wirklich fast gleich durch. Ich habe eine Idee, wir holen mal Bad Omb raus. Ah, das sieht gut aus. Mit Bad Omb kommen wir gut voran. Flo, Flo. Ich dachte, der erste Waggon ist grün. Oh Gott. Das sieht aus wie so ein Oktopus. Was für ein furchtbares Geschmeiß. Sieh mal, Mario, das sind doch die anderen. Hilfe! Ah! Flo, Flo! Und ja, das ist der Endbosskampf dieses Kapitels. Tja, ich würde sagen, wir holen mal Gumbrina raus und scannen das Ding erstmal. Fluffy. Das sind die Fluffies. Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. Das KP 50, Angst auf 5, Verteidigung 1. Sie greifen mit Tentakeln an. Erledige die Tentakel, dann sinkt die Verteidigung des Körpers auf 0. Dann kannst du dem Körper leicht Schaden zufügen. Aber nur so lange, bis ihm neue Tentakel gewachsen sind. Anscheinend gehören sich die... erhöht sich die Angriffskraft, wenn die Fluffies in ihre Form verändern. Aber anstatt hier zu diskutieren, sollten wir lieber die Passagiere befreien. Okay, jetzt mal gucken. Ich habe das Gott sei Dank getarnt. Okay. Das Ding greift auch mehrmals an. Oh Gott. Umbrina, du wechselst dich mal selbst. Obwohl, du könntest einen Kraftkuss geben. Nee, nee, ich mach das jetzt mit Bad Omb. Aber erstmal greifen wir das Ding mit einem Power, das ist ein Ultrasprung. Der Gegner wird mit einem zu Ultrasprung angegriffen. Aber nein, danke. Wir greifen das Hauptding an. Sag doch, dass das nicht funktioniert. Ich dachte, Verteidigung 1. Und das ist dann auf halt von 1 auf 0. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es doch so viel ist. Oh, auf Dauer ist es doch ganz schön viel Schaden, muss ich zugeben. Okay. Bad Omb, auf dich habe ich gewartet, nämlich die Powerbombe. Drücke also oft wie möglich. Okay, jetzt ist das Ding angreifbar. Fluffy! Bekommt auch ganz schön viel Schaden. Und ich würde sagen, wir benutzen die Powering-Attacke. Wie ein Schaden. Ach, ich muss das ganze Ding. Na toll. Da hätten sich andere Sprünge mehr empfohlen. Obwohl, ich fasse es immer so. Nee, ein Schaden. Nein, das hat sich überhaupt nicht gelohnt.
Hätte ich aber auch nicht wissen können. Alter, was ist das? Das sieht aus wie eine Piranha-Pflanze. Och, du Scheiße. Das hat reingehauen. Warum kann nur Fluffy angreifen? Pass auf, pass auf. Mario heilt sich selbst. Oder KP-Schlürfer? Ja, benutzen wir einen KP-Schlürfer. Gleich. Warte. Ich muss das richtig angehen. Obwohl, ich glaube, das war dumm. Obwohl, er hat auch den Körperschaden gemacht. Oh Mann! Nein, ich hab einen Bubu. Wehgetan. Okay, ich wollte jetzt den KP-Schlürfer einsetzen. Sonst werde ich den ja eh nicht los. Und Badom Bombe. Hat ein KP, wehe du. Okay, perfekt. Ich beende es mit einem Sprung. Ich habe mich doch relativ angestellt bei dem Kampf. Naja, aber gestorben sind wir nicht. Das ist die Hauptsache. Flo, Flo. Vielen Dank. Wie hätten wir diese 3 Tage nur ohne dich überstanden? Wir sind dir so dankbar. Allen Gästen geht es gut. Das haben wir nur dir zu verdanken. Merci, Monsieur. Was wäre aus uns geworden ohne Fisch? Nein, ohne dich. Wusstet ihr eigentlich, dass er der berühmte Luigi ist? Also dann, wir kommen gleich in Bad Glimmerlich an. Solltet ihr euch langsam zum Aussteigen fertig machen. Ah, und wir kommen endlich in Bad Glimmerlich an. Und man könnte sagen, ja, es war ja der Endbosskampf. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Der Zug wird in Kürze den Bahnhof Bad Glimmerlich erreichen. Wir stehen doch schon. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Glimmerliner. Da sind wir, Mario. Dieser Professor hat von einem Tempel gesprochen. Den sollten wir zuerst suchen. Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich der Endbosskampf. Was bedeutet, dass, wir das Kapitel geschafft haben, aber uns fehlt ja immer noch ein Sternenweh und dafür müssen wir in diesen Tempel. Oh, bin ich froh, ich muss diesen Zug nie wieder sehen. Auf Dauer ist er doch relativ anstrengend, muss ich zugeben. Ah. Ich fühle mich direkt besser. Da steht ein Schild. Kann ich nicht lesen, schade. Aber ein nettes Detail. Sie sehen aus wie Noten da rechts. Speichern. Mein Geschäftspartner ist noch nicht da, also besichtige ich den Ort. Natürlich zahlt das auch meine Firma. Okay. Wir könnten hier natürlich alles schön angucken. Ein tolles Haus. Hier wohnen also die Reichen auf engstem Raum. Wo gibt es denn hier Modelleisenbahn? Du Autogramm-Onkel, meine Eltern kaufen mir eine Modelleisenbahn, aber eigentlich könnten sie mir auch eine richtige Eisenbahn kaufen. Okay. Wir werden uns sofort um das Geburtstagsgeschenk kümmern. Okay, viel Spaß dabei. Nein, hier war nichts. Doch. Immer diese großen Flächen sind auffällig. Ich werde jetzt nicht jedes Haus angucken. Hat das was zu bedeuten? Ich kenne mich tatsächlich in Bad Glimmerlich am wenigsten aus, weil ich mich hier nie umgesehen habe. Und tatsächlich ein Sternsplitter. Ah, ist das schön hier. Und hier wohnen die Reichen. Euch drei möchte ich jetzt nicht ansprechen. Hier ist ein Hotel, da können wir überteuert übernachten. Darauf habe ich keine Lust.
Hier gibt's Pinguine. Aber ich versuche noch was in diesem Part zu erreichen, deswegen beeile ich mich gerade ein bisschen. Und hier ist der Tempel. Allerdings ist er abgeschlossen. Und hier ist noch ein Insignia. Warte. Nein. Okay, das sollen wir schon so erreichen. Bin auf Reisen, der Hohepriester. Oh nein, was machen wir jetzt? Oh Luigi, was machst du da vor meinem Haus? Was? Dein Haus? Dann bist du also in Wirklichkeit Hohepriester und kein Detektiv? Du sagst es, Detektiv bin ich nur in meiner Freizeit. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten, kommt doch rein. Okay, sehen wir uns mal hier im Tempel um. Nein, nein. Hehehe, ihr kommt zu spät, wir haben das Sternjuwel. Hey, wartet auf mich. Ist eingebrochen. Oh nein, wir sind zu spät, hinterher. Warte, Luigi, könnt ihr mir sagen, worum es hier eigentlich geht? So, ihr sucht ja also das Sternjuwel. Ich bin im Bilde. Aber macht euch keine Sorgen um das Sternjuwel, es ist in Sicherheit. Das Sternjuwel auf dem Podest war ein billiges Imitat. Das Original habe ich anderswo versteckt, damit es nicht gestohlen wird. Aber wo das Original versteckt ist, das darf ich euch in meiner Funktion als Hohepriester leider nicht verraten. Na, natürlich weiß ich, wo das Sternjuwel sich befindet, aber ich bin überzeugt, dass ihr es auch aus eigener Kraft finden werdet. Also Luigi, frisch ans Werk. Zeig, was du von mir gelernt hast und finde das Juwel. Man muss dazu sagen, das hier ist jetzt kein Dungeon oder so. Gott sei Dank. Ja, es ist, ja, eigentlich sogar gar nicht so einfach. Man braucht nur ein bisschen Köpfchen. Da oben links ist ein Schalter, das sehen wir sofort. Man muss halt wissen, dass man den Sprung hier einsetzen muss. Ansonsten kommt man hier nicht weiter. Und es ist halt sehr langwierig, weil es dauert ein bisschen. Und ich muss mich auch umgucken, wo hier noch Sachen versteckt sind. Denn hier sind tatsächlich einige Sachen versteckt. Okay, da ist eine Sprungplattform, eine Flugplattform. Wir müssen ja eh auf die linke Seite. Und bei mir mäht anscheinend irgendwo jemand den Rasen. So, hier oben war ja nichts. Nö. Ich glaube, das war tatsächlich nur eine Sache, die man hier finden konnte. Aber ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Seite. Es war anscheinend nicht... Ach komm! Das war so unnötig. Okay, hier befindet sich nichts. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Es tut mir leid, Leute. Aber da kann ich jetzt leider nichts mehr ändern. Es ist halt eine schreckliche Arbeit, könnte man sagen. So, darüber. Man muss diese Flugplattform benutzen, weil das sind ja diese Gardinen oder wie auch immer. Da kommt man also nicht dran vorbei. Das wusste ich natürlich. Ich bin... Ja, ich bin ja Privatdetektiv-Schüler. Wie man sieht. Okay, da ist ein Schalter. Ach komm, langsam habe ich mir mal das Sternjuwel verdient. So, hier ein Schalter. Und eine Röhre taucht auf.
Und wir sind im Hintergrund. In dem Gemälde. Finde ich richtig cool. Und hier ist sozusagen... Ja, das da hinten ist, glaube ich, ist tatsächlich das echte Shinobi. Allerdings sind hier tatsächlich noch Gegner. Ich, passt auf. Es tut mir leid. Im nächsten Part werden wir Shinobi haben. Hundertprozentig kann ich sogar sagen, aber ich muss noch mal kurz hier die Dinge hier. Das ist ein Fensterbuch. Fensterbuch sind lila Buhus, ziemlich gruselig. Aber eigentlich sind das ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Also bleibt die Taktik gleich. Mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. Wir waren halt schon etwas länger, niemand mehr. Oh Gott, unsere KP und BP. Eigentlich ziemlich in Gefahr. Ich gehe jetzt mal an den Geistern vorbei. Sammle aber tatsächlich nicht das Sterneweh auf, aber ich werde kurz mal die Sachen besorgen, die man hier holen konnte. Und dazu muss ich gucken, wo genau sie waren. Ich glaube tatsächlich, dass eins auf der rechten Seite und eins auf der linken Seite war. Ich glaube, es waren zwei Dinge. Genau, links da hinten der Orden und eine Insignie tatsächlich. Auf so einer Seite. Okay, die rechte Seite ist schon mal clear. Das ist gut zu wissen. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Obwohl, ihr könntet abschalten. Treue Fans schalten übrigens nicht ab. Treue Zuschauer. Von Fans kann man hier doch nicht richten. Genau, die Insignie war das hier. Und ich dachte, man übersieht die. Oh Mann, ich bin so naiv. Eine Insignie und ein Orden. Und der Orden... Ach komm, das sind dieselben Fehler wie im... Wie im anderen Gebäude. Orden Grassman L erhalten. Mario bekommt ein Outfit in Luigis Farben. Yay, wir können jetzt endlich als Luigi spielen. Und das sieht so aus. Ich muss zugeben, ich bin nicht der Fan von Luigi und deswegen ziehe ich es mir sofort ab. Aber kurz mal zum Zeigen. Vielen Dank fürs Ansehen und im nächsten Mal sammeln wir wieder Stände wieder auf. Vielen Dank fürs Ansehen, bis dann, tschüss. Ach nee, wartet. Ich werde diese ganzen Bosse noch besiegen, wenn ihr wieder da seid. Und wenn ich ein Level up habe, dann nehme ich das dann auf. Okay, vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.